Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Two Point Hospital. Ihr seht, ich habe die Faxen dicke mit dem letzten Level. Wir kümmern uns da jetzt erst einmal nicht weiter drum. Wir sammeln eben noch schnell unsere Karrierepunkte ein und wir gehen ins nächste Level in Sweetie Palms. Das Resort Sweetie Palms ist ein beliebter Urlaubsort für Leute, die zu langsam zum Textlesen sind. Egal. Willkommen im Resort Sweetie Palms, einem wunderschönen Urlaubsziel. Leider wird dieses Gebiet auch von Erdbeben, vulkanischer Aktivität und anderen Naturkatastrophen heimgesucht. Und wenn man Verschwörungstheorien Glauben schenken will, gibt es dort dank der Orbi-Stiftung auch Katastrophen, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Ich habe die Einstellung einiger Hausmeister empfohlen, um die Instandhaltung der Maschinen zu gewährleisten und die Trümmer zu beseitigen. Explosionen können meiner Erfahrung nach etwas erschütternd sein. Ach ja, und eine Klimaanlage würde auch nicht schaden. Es ist hier wahnsinnig heiß. So, wir schauen. Wir haben ja jetzt erst einmal nicht so viel. Wir machen kurz Pause. Gelände gibt es jedoch sehr viel zu kaufen. Das ist schon mal sehr tröstlich. So, wir fangen erst einmal mit den wichtigsten Dingen an. Der Aufnahme. Machen wir die so groß? Ja, machen wir. Da der Durchgang, da ein Tisch. Ah, Moment, stimmt. Haha. Warte mal. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz. So, hier die Klappe. Zack. Und eine Klimaanlage. So. Dazu gibt es einen Assistenten, der motiviert ist und ein bisschen was vom Kundenbetreuung versteht. Den Rest warten wir erstmal ab. So, da werde ich auch mal einen Tipp beherzigen. Warte mal, wie viel Platz haben wir? 5. Oh, da passen ja nicht mal 2 Räume nebeneinander hin. Ist ja schlimm. Da muss ich jetzt aber einmal kurz überlegen, wie wir es machen. Weil ich wollte jetzt eigentlich den Tipp beherzigen, von wegen erstmal ganz langsam sachte nach und nach die Räume erst bauen, die wir so brauchen. So, das sind 7. Dann machen wir jetzt erstmal hier eine, wenn es auch ein bisschen schäbig aussieht, ist mir gerade egal. Wir machen hier eine Arztpraxis hin. Und wir gucken auch, dass wir den Tipp von, wie hieß er? Martin Tanga, glaube ich, beherzigen und dass wir sagen, hör mal, pass auf, mach mal lieber Spezialisten. Ein Arzt, der für Behandlungen da ist, ein, der zum Diagnostizieren da ist. Gut, später brauchen wir wahrscheinlich noch den einen oder anderen mehr, aber das ist ein perspektivisches Problem. So. Wenn wir jetzt sagen, wir machen hier eine Apotheke hin. Ich denke, eine Apotheke, die schadet mit Sicherheit auch nicht. Ja, wir machen jetzt hier mal eine Apotheke hin. Ist jetzt zwar nicht jeder Raum nach und nach, den Raum haben wir, aber zumindest können wir dann schon mal eine Sache behandeln. So, wir schauen mal, was da ist an Krankenpflegern. Perfekt, wir haben einen für die Apothekenverwaltung, das finde ich schon mal super. Jetzt bräuchten wir am besten noch einen, der super diagnostizieren kann. Nein, aber ein Forscher und den würde ich eigentlich sehr gerne nehmen. So, er wird auf jeden Fall unser Behandlungs-Larry. Ich stelle den Forscher schon mal ein, weil Forschung 3 ist schon ziemlich geil. Und er wäre auch noch fürs DNA-Labor zu haben. So, dann legen wir das schon mal los. So, fangen wir erstmal so an. Alles ein bisschen kleinteiliger. Also ich glaube, eine Station bräuchten wir doch eigentlich so oder so, ne? Warte mal, ich kann doch bestimmt auch noch... Ja komm, dann machen wir jetzt mal hier die Station hin. Ja, gerade noch was erzählt von wegen nach und nach erst die Räume und jetzt baue ich wieder wie ein Irrer. Läuft bei uns. So, dann noch eine Klimaanlage hin. Zack, fertig. Ich glaube, einen Stationspfleger hatten wir. Nee, haben wir leider noch nicht. Gut, wir warten mal, bis einer kommt. Zumal wir erstmal warten sollten, bis Patienten kommen. Hausmeister wären, glaube ich, auch gut.
Also, dann stellen wir einen Reparatur-Heini ein, der sich um Reparaturen kümmert, einen Mechaniker, der sich um Upgrades kümmert, und dann warten wir jetzt, glaube ich, erstmal. Wir wollen es ja nicht direkt übertreiben. So, guck, Station und Diagnostik, das finde ich eine gute Kombination. Und wir schauen dann mal, was so für Fälle reinkommen. Oh, hier haben wir einen guten Allgemeinmediziner. Ja, wobei, der ist auch Radiologe. Gut, ist ja jetzt nicht unbedingt störend. Besser wäre es natürlich, wenn er den Platz frei hätte für Diagnostik. So, Verklemmung. Apotheke, ja, guck, das passt ja. So, dann sollten wir vielleicht auch mal gucken, dass wir sowas wie Sanitärräume und einen Pausenraum zeitnah machen. Wobei, wartet mal. Will ich vielleicht erstmal einen Raum dazu kaufen? Ein Raum, ein Grundstück. Ja, wir holen uns mal ein Grundstück dazu. Pause wäre eigentlich nicht notwendig gewesen, aber egal. So, den ersten Patienten haben wir geheilt. Das ist schon mal schön. Der zweite Patient wird geheilt. Sehr gut. Da kommt doch Freude auf. Gut, noch mehr würde ich mich über mehr Patienten freuen, aber irgendwas ist ja bekanntermaßen immer. Wir haben sogar ein kleines bisschen Profit gemacht, das finde ich sehr schön. Also Diagnose kann er. Sehr schön, mit der Apotheke ist es auf jeden Fall schon mal sehr gut geholfen. Mit Mumifizierung. Oha, das heißt, ich werde wohl sehr bald auch forschen dürfen, müssen, whatever. Ich mache kurz das Tempo auf normal, weil Toiletten sollten wir hier schon drin haben. Ich mache ausnahmsweise etwas, was ich sonst nicht mache, nämlich mal so mitten reinbauen. Weil sonst halte ich mich ja eigentlich immer eher so an den Wänden, aber ich denke... Es wäre jetzt auch gar nicht so verkehrt, wenn wir das jetzt einfach mal so machen. So, aber wir brauchen noch zeitnah ein Pausenzimmer. Das mache ich jetzt mal hier hin. Recht klein, aber ich denke, es wird seinen Zweck erfüllen. So, ein Getränkeautomat und ein Snackautomat sollten schon drin sein. So. Okay, ich muss sagen, bisher kommen wir ja doch ganz gut klar mit unserem einzigen Behandlungszimmer hier. Solide Gewinne, finde ich schön. Wollen wir vielleicht schon mal direkt die Forschungsabteilung etablieren? Das fände ich, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Machen wir jetzt einfach mal. Will ich jetzt hier noch so viele Geräte machen? Ich meine, 2%, was ist das schon im Vergleich zu 20.000? Aber egal, wir machen es. Gönnen wir uns allein schon wegen Prestige. So, dann, oh, Kryptologie. Ich würde sagen, das sollte ich vielleicht zeitnah erforschen. Warst du unser Forscher? Yo. Okay, dann das du... Warte mal, haben wir inzwischen einen... Na, guck, Moment. Den könnten wir nehmen. Ja, den nehmen wir jetzt auch. So, dann bist du unser Diagnostiker perspektivisch. So, neue Krankheit entdeckt und wieder direkt geheilt. Schön. Läuft bei uns. Warte mal, habe ich da keine Klimaanlage drin? Ich muss ja gerade schnell schauen. Nee, habe ich noch gar nicht. Bäh. So, Snackautomaten wären aber auch nicht verkehrt. Machen wir zumindest mal die einfachen beiden hier hin, die einfachen Varianten, also Snack und Getränke.
So, also hier scheinen wir auf jeden Fall ganz gut. Ah, jetzt ist leider unser Behandlungs-Larry nicht zugegen. Oh, du wärst natürlich auch geil, sowohl für Spritzenhaus als auch für die Apothekenverwaltung. Ich möchte es auch nicht zu viel auf einmal einstellen. Das ist insoweit ein bisschen kritisch. So, Assistenten, Kundenbetreuung und Tempo finde ich gut. Ja, komm, nehmen wir dich mal. Ja, mit irgendeinem Zimmer Stufe 5 juckt mich gerade herzlich wenig, muss ich gestehen. Und hier kommt das Erdbeben. Oder ein Vulkanausbruch. Oh! Alter, liegen jetzt hier überall so Lavabrocken rum? Das finde ich einerseits ziemlich cool, aber irgendwie auch übel. Heiße Lava überflutet unser Krankenhaus. Ah, Feuerlöscher, verdammt! This is what happens when volcanoes stop getting human sacrifices. Hospital equipment has exploded. Was? Mach mich nicht fertig. Maintenance announcement. Plants need water. So, ach, das wird einfach weggewischt, die Lava, ja? Kein Ding. Notfallstation. Ja, komm, das kriegen wir doch hin. Na toll, und jetzt machen natürlich beide Larrys hier Pause. Das ist ein Timing, das ist ja herrlich. Müdeknochen haben wir entdeckt, sehr gut. Na, du wärst nicht schlecht für die Diagnose. Ja, komm. Watch Hell the Guides. Ah, Mist, ich habe hier die zweite Umkleide vergessen. Vielleicht hätte ich mich von einem Bett trennen sollen und dafür noch eine zweite Umkleide. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Können wir perspektivisch vielleicht noch machen, aber wir müssen es jetzt erstmal so hinnehmen, wie es denn ist. Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen Hausmeister. Aber hier ist jetzt gerade keiner, wo ich sage, yo, den hätte ich gerne. Ja, die Beförderung lassen wir jetzt erst einmal so. Achso, wartest du hier unten oder wo wartest du? Alle warten sich hier beim Medikamentenmixer. Temperaturkomfort von 60%. Oh nein, die erste Behandlung ist fehlgeschlagen. Damn! Ich habe gerade noch überlegt, ob ich den nicht langsam mal upgraden sollte. Wäre, glaube ich, an der Zeit. Sehr schön, den Notfall hätten wir auf jeden Fall geschafft. 4 von 4 Patienten, ein Träumchen ist das. Alter, hier liegt immer noch jede Menge Lava rum. Ach ja, wir haben ja noch immer noch keinen weiteren Hausmeister. Also den Grinsebacke brauchen wir nicht. Ich hätte lieber einen, der noch einen Reparaturskill hat. Vielleicht werde ich jetzt aber auch langsam zu wählerisch. Warte mal, wir stellen jetzt hier erstmal eine große Klimaanlage hin. Damit den Leuten da nicht so warm ist. So, Kryptologie haben wir freigeschaltet. Diagnose. Oh. Den bitten wir mal zu warten. Wir brauchen jetzt einen weiteren Diagnoseraum. Was könnte denn hier hinpassen? Ich glaube, ich hätte ganz gern das DNS-Labor. Weil das nämlich auch gleichzeitig ein Behandlungsraum ist. Wir machen es aber nur relativ klein, damit wir noch Platz für ein paar Sitze haben. So, eine Klimaanlage kommt natürlich auch da rein und ein Pflänzchen. A new medical discovery in today's tech news. One of the county's hospitals is ready to open a department of cryptology that will treat patients with premature mummification. Let this be a lesson. Oha. Never mummify your relatives. Hier schaut es jetzt noch nicht ganz so geil aus. Wir könnten bei ihm natürlich noch mehr Diagnosekompetenz hinzulernen. Aber wir warten erst einmal ab. Was machen die Hausmeister? Ja, wir haben schon wieder Platz für einen neuen. Wenn nicht, dann würde ich aber auch so langsam mal einen Mechaniker nehmen. Sehr durstig, sehr gelangweilt. Bäh.
Sollen wir doch mal so einen Spielautomaten aufstellen. Zocken geht immer. Na, ein kleines Plus, da kommt doch Freude auf. Okay, komm, du bist Geisterjäger, dich stellen wir auch mal ein. Und seismische Aktivität wieder mal. Oh Gott, 10 Patienten allen, das sollten wir jedoch hinbekommen. So, das ging ja jetzt noch, war ja relativ harmlos. Da liegt aber immer noch jede Menge heiße Lava rum. Könnte man mal wegmachen bei Gelegenheit, wäre sehr nice. So, ich überlege gerade, ob ich hier noch weitere Forschung anstoßen soll, einfach, dass wir ein bisschen Geld dazu kriegen. Ich mache das jetzt auch einfach. Ganz dreisterweise. Mit weiteren Ärzten warte ich erst einmal und weiteren Pflegern, bis wir weitere Räume benötigen. Ach, guck an, da kommt schon der erste Mumifizierte. So. Na komm, wir lassen ihn mal warten. Wir gönnen uns mal ein weiteres Diagnosezimmer. Aber es ist noch nicht ersichtlich, was du hast. Wollen wir eigentlich mal eine Diagnose? Wie viel haben wir? 7 haben wir hier, ne? Machen wir das so. Komm, ein Arzneischrank. Oder vielleicht auch 2 machen wir dahin. Klimaanlage, ein Blümelein. Und dann noch ein paar Goldsternchen. Für das Prestige. So. Sehr schön. Und 8 Ruf. Wir haben den Promi beeindruckt. Da kommt Freude auf, ihr Lieben. Warte mal, hatte ich nicht noch... So, du bist doch so ein super Diagnostiker. Dann geh du doch mal bitte hier rein. Du brauchst das nicht. Du bleibst schön hier, wo du bist. So, wartet mal. Du hier oben. Darfst in sämtliche Diagnoseräume. Was ist das? Ach, Kryptologie macht auch einen Pfleger, alles klar. Du darfst auch sämtliche Diagnoseräume mitmachen. Du auch, ich sehe schon, wir haben einen gewissen Trend. Wir müssen mal gucken, dass wir einen behandelnden Larry hinbekommen. Dich können wir noch in Behandlung ein bisschen Oh. Dann lassen wir das erst einmal aufmachen und wir triezen dich noch ein bisschen in Behandlung, sobald wir eine Lehreinrichtung sind. Und ich würde sagen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so dringlich ist, wir machen trotzdem jetzt schon mal ein bisschen was für die Fortbildung. Weil ich sehe es kommen, wir haben die Möglichkeit, wenn wir jetzt ganz schnell wen fortbilden. So, du darfst mal ausbilden und zwar ihn hier in Behandlung und ja, den lassen wir nur übergangsweise als Genetiker. So, weil vielleicht bin ich mit etwas... Oh shit, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Egal, ich will die Chance wahrnehmen, dass wir möglicherweise einmal in einem Jahr alle Titel bekommen, weil wir haben, glaube ich, nur, wenn ich mich recht entsinne, noch keinen einzigen Patienten umgebracht. Was ja schon mal eine Leistung ist. Komm, du kannst sogar nur... Ach, jetzt brauchen wir noch ein Spritzenhaus. Wir lassen den erstmal warten. Ich weiß noch nicht, ob ich es entbauen will. Und wir haben eine Epidemie. Verdammt, jetzt habe ich wieder nicht gelesen. War das jetzt eine... Nein. Ah, okay, jetzt geht ihr wieder alle wie Zombies. Ja, sehr schön. Die lässt sich doch wenigstens einigermaßen solide leicht sehen. So, ich impfe mal alle, die hier sitzen. Okay, du nicht. Aber du vielleicht. Geh mal bitte weiter. Ja, dachte ich's mir. Was ist mit dir? Auch nicht. So, da. Ich weiß nicht, ob das zu deinem Krankheitsbild passt. Nein, es ist tatsächlich das so. Einer ist doch infiziert. Dann sollten wir doch hoffentlich einigermaßen schnell rausfiltern können.
Sollte man zumindest erwarten. Du vielleicht? Also da ist es jedenfalls keiner. Das steht schon mal fest. Du da oben auch nicht. Bleibt da eigentlich nur einer von euch beiden hier. Du nicht? Du auch nicht? Okay, dann bleibt noch wer. Nein, du hier oben! Hab ich dich! Zähl dich, verdammt! Und schon haben wir... zwei, die angesteckt sind. Das finde ich jetzt gar nicht mal so geil. Na? There's nothing like a burp. And now, burp soda comes in three new flavors. Du hier? Ah! Und du da unten, sehr schön, dann haben wir's. Bing! Und ein paar Taler bekommen. So, dann gucken wir mal ganz schnell, ob wir jetzt zufällig das Geld für ein Spritzenhaus haben. Jawohl, haben wir. Perfekt. Kommst du jetzt einfach mal dahin? So, noch eine Klimaanlage, eine Pflanze und aus finanziellen Gründen... Oh, verdammt, wir haben nicht mal mehr das Geld. Gut, wir brechen das Zimmer erstmal ab. Schaffen wir jetzt etwa alle Auszeichnungen vielleicht? Nein, natürlich bei weitem nicht, aber wir haben endlich mal keine Todesfälle. Wer weiß, wie oft wir das noch hinbekommen. Na, die Fortbildung hätte ich vielleicht von einem Externen besser machen sollen. So, jetzt erstmal das Spritzenhaus. Okay, jetzt haben wir doch ein bisschen Geld. Das heißt, wir könnten uns doch mal ums Prestige kümmern. Mit Goldstern geht's halt am besten. So. So, haben wir einen Behandlungspfleger. Ja, warte mal. Du bist unser Spritzenheini. So. Und gib ihm. So, und wir bräuchten bald auch eine zweite Allgemeinmedizin. Boah. Warte mal ganz kurz. Du sollst am liebsten nichts anderes außer Spritzen machen. Und du am liebsten nichts anderes außer den Sachen. So, unser DNA. Larry ist auch wieder am Start. Wir könnten noch einen Forscher gebrauchen. So, die Weiterbildung ist auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Das ist gut. So, direkt rein mit dir. Ich brauche bald die Kryptologie. Gucken wir mal. Haben wir ja Gott sei Dank schon erforscht. Kostet allerdings 30.000. Ach du Schreck, wie groß muss der Raum denn sein? 4x3 würde reichen. Finde ich okay. Aber vielleicht sollten wir den... Komm, wisst ihr was? Wir schieben den nach hier hinten. Machen den so. Aber wir brauchen sowieso erstmal Geld. Notfallchirurgie muss ich leider ablehnen. Und dich würde ich sehr gerne weiterbilden, aber leider nicht jetzt. Und wieder Vulkane. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, ey. Oh. Jetzt geh da hin und lösch den Scheiß. Ja, reparier das erstmal ganz in Ruhe. Ja, da steht ein Feuerlöscher. Gönn dir, mein Lieber. So, da steht auch noch einer. Ach, Gott sei Dank. Das wäre sonst beinahe sehr, sehr teuer geworden. Oh Gott, oh Gott. Bitte nicht kaputt gehen. Bitte lösch ganz schnell dieses verdammte Feuer, oh Gott. Puh, Alter, das war knapp. Alter Falter. So, einmal bitte ganz schnell reparieren. Huch, ich sehe gerade, ich habe dezent überzogen. Tut mir leid, ich war gerade so im Flow drin. Ja, ihr Lieben, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüssikowski.